Willkommen zurück zu Super Mario 3D Land. Im letzten Part haben wir alle Level gemacht, aber leider wurde Peach schon wieder entführt. Sowas gibt's ja gar nicht und deswegen müssen wir sie wieder besiegen, sie wieder uns schnappen. Ja, dazu bräuchten wir aber, wenn es geht, ein Tanuki und noch eine Sternmünzenreserve, aber ja. Wir müssen Bowser wieder besiegen. Sollen wir uns was ins Reserve nehmen? Ich glaube nicht. Auf geht's, Welt 8. Naja, stimmt. Hier ist ja gar nichts. Noch ein zweiter, bitte. Da ist es, das große Schloss. Und Bowser, das sich über die ganze Weltenkarte hier zieht und noch weitergeht. Naja, dann auf geht's, Freunde. Wir packen das. Zum Glück müssen wir hier keine Starcoins mehr sammeln, denn das Level haben wir ja schon gespielt. Trotzdem müssen wir die Prinzessin ein zweites Mal retten. Was das wird, Freunde, ja. Wahrscheinlich kein First-Try-Versuch, aber wir versuchen es natürlich. Wir sind ja hier nicht hier, um die ganze Zeit zu failen, sondern um das zu 100% zu lösen. Und das schaffen wir wahrscheinlich zwar nicht im First-Try, aber trotzdem wäre es ein Versuch wert. Das war scheiße knapp schon mal. Da, 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 ach du Scheiße. Das war klar. Oh ja, das ist der Endboss-Fight. Komm mal, wer es riskant. Hey, hat sogar geklappt. Okay. Ah ja. Ich weiß gar nicht, also bis jetzt... Ja doch, die Starcoins sind wieder da, aber schon benutzt. Also brauchen wir sie nicht mehr. Gut, das sieht nicht gut aus. Vor allen Dingen, weil wir Mini-Mario sind. Und jetzt hier den Feuerbällen ausweichen müssen. Okay, war kein Problem. Aber ist er noch nicht zu Ende. Okay, die Starcoin lassen wir einfach mal. War doch bis hierhin relativ einfach, nur dass wir ein bisschen Power-Ups verloren haben. Hier gibt uns einer einen Pilz. Womit ich nicht recht weiß, was anzufangen. Aber ich glaube, jetzt hier kommen rote Münzen, oder? Wir müssen nur richtig zielen und dann haben wir es. Komm. Oh Mann. Bitte. Ach gut. Gut zu wissen, dass wir die haben jetzt. Na, was ist? Alter. Jetzt übertreib mal hier nicht. Kleinen Umbau hier. Nach da verlegen. Erstmal richtig zielen. Gut getroffen. Und dann weiter geht's. So. Jetzt alle Freunde. Jetzt kommt's wieder zum Kampf. Wo? Da ist die Tür. Rein damit dir, Freunde. Freundchen. Gut. Hui. Scheiße. Great, good job. Jo, dann auf geht's. Besiegen wir Bowser ein zweites Mal. Beziehungsweise wir können ihn ja gar nicht besiegen. Wir müssen einen gewissen Schalter dafür tätigen. Aber der ist schon nicht so weit weg. Da gibt es doch einen zweiten Tanuki, ja super. Gut zu wissen, ne? Wenn man den einen verliert oder klar gleich das ganze Leben verliert, dann hat man immer noch einen Reserve. Scheiße, Alter. Hätte ich gerne noch getroffen. Bei dem Doppelpack war episch gewesen, aber egal. So, da sind wir. Und wir können weiter. Oh, scheiße. Die sind aber auch viel schneller. Oh, danke. Schneller! Woohoo! No!
Alter, war der knapp. Jetzt macht er gleich seinen Schweif. Bam, Junge! Danke. So. War ja relativ einfach, aber wer sich noch daran erinnern kann, an den Part, wo wir den Bowser auch schon besiegt haben, dann weiß natürlich jeder, dass das hier noch weitergeht, natürlich. Nein. Nicht so hastig, mein Freund. Lieber das hier in Reserve nehmen, ja, beziehungsweise gleich nehmen. Und jetzt kommt er schon. Der kleine wütende Kerl. Boah. Die werden jetzt sehr knapp. Wenn ihr euch nur daran erinnern könnt, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Okay. Sieht nicht schlecht aus, also. Das Level an sich ist schwerer als der... Fight, Alter! Wir haben's, Achtung. Ah, jetzt kommt die Stelle. Scheiße. Ja, einfach drüber fliegen, fuck! Ja, springen wir noch weiter raus. Super, ne? Nein, natürlich nicht. Hui! Scheiße, I'm gonna die. Oh, scheiße. Once again, boom! And your dad is dead. Bob Junior. Okay. We did it. Ah, von wem war das die Musik nochmal? Luigi? Tomate? Nein, es ist Mario. Und wir kriegen sogar noch das eine ab, das ist perfekt. Tam tam ta 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 ta. Na. Juhu! We did it once again. Da 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 da. Was soll ich denn dazu noch sagen? Das Let's Play ist ja noch nicht mal beendet. Da kommt ja noch ein schönes Level. Da wartet noch ein schönes Level auf uns. Ja. Ich will euch gar nicht dazu spoilern, aber es kommt so eine Illusion von, ja, was auch immer. Kopfball runter. Boom! Tschüss. So, wir machen natürlich auch einen Abspann durch. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Bewertung schon gesagt habe. Ich glaube, das mache ich dann im letzten Part nochmal. Das ist ja nicht der letzte Part, damit ihr es wisst. Na 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 na. Da ist man viel schneller durch als die Credits von Need for Speed Run. Da-da-da-da-da-da-da. Da, Ende, Ende im Gelände. Bam, Junge, ein Herz fliegt da noch rum und jetzt ist es explodiert. Und es löst sich auf. Und wir kommen wieder im Hauptmenü. Ah, noch nicht. Wow. That was easy. Wir speichern nochmal, das ist ja unfassbar. Nein. Ja, und dann haben wir jetzt schon 4 Sterne. Das ist super. Da fehlt ja nur eins. Das ganze Game mit Luigi nochmal durchspielen. Und das, liebe Freunde, machen wir aber erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal Peach zu retten. Ist immer schön, ja. Ihr... Na, das möchte ich jetzt nicht sagen. Naja, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part, wenn wir alle Games, alle... Ja, Luigi... alle Level mit Luigi durchmachen. Und da fangen wir gleich im nächsten Part an mit Welt 1. Und bis zu Welt 4 sollten wir im nächsten Part kommen, wenn wir Tanuki hätten. Ja, das machen wir noch. Okay, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonnieren nicht vergessen, liken auch und ciao.